I like that comment, I don't know why. Ich mag diesen Kommentar, ich weiß auch nicht warum. About, I think, 9 years, 7, 8, 9 years ago, I was in Nepal. 7, 8, 9 Jahre her, dass ich in Nepal war. It's where I bought this turquoise hat. Da habe ich diesen Hut gekauft. And there I met this Swedish guy and. Ich traf da diesen schwedischen Typen. He all the time said, oh, why not? Und er sagte die ganze Zeit immer, warum nicht? And it, at a point, I took it in, and it is an it was an enrichment of my life. Oh, why not? It was impossible for me to say that before. Und an irgendeinem Punkt habe ich es übernommen von ihm, und das war eine Bereicherung meines Lebens, immer zu sagen, warum nicht? Das war für mich vorher unmöglich, das zu tun. So, why not? You're becoming more like a baby, innocent man. Du bist mehr wie ein Baby geworden in seiner Unschuld. Why not? Why not? I want to sit. This feels like backing off. Okay. The first time you, wow, blah blah. A few months ago in the Mary Kerk, you started experimenting with looking away for yourself. The first time you did. Sorry. Vor einigen Monaten hast du angefangen zu experimentieren mit diesem Wegschauen. For himself. Für dich selbst. The first time you looked away, when you looked at me. Das erste Mal, als du weggeschaut hast, als du mich angeschaut hast. I looked around to look what the fuck you were looking at. Habe ich mich umgeguckt, um zu schauen, was du dir da anguckst. Like what? What? And my little boy is really kind of astonished by this competition of not looking that's going on now. What? Und der kleine Junge, der ist jetzt wirklich ganz erstaunt über diesen Wettbewerb, nicht zu schauen. That's apparently the next layer. Das erscheint mir so wie die nächste Schicht.
I just have to say, some miracle is happening here, Hans. Ich kann nur sagen, da geschieht gerade ein Wunder. I have this rather extreme eczema at the moment, so I'm in the. Ich habe das ziemlich extreme Ekzem im Moment. So I'm in totally in a movement into the body to just be with it. Deshalb bin ich im Moment sehr stark in dieser Bewegung in den Körper, um einfach damit zu sein. Because scratching is not an option, because then my skin falls apart. Okay. Denn mich kratzen ist keine Option, denn dann fällt mir die Haut ab. And I learned so a lot about all these amazing things, like. Ich habe so viel darüber gelernt, all diese erstaunlichen Dinge. No, this fired up spots feel like very sensitive. Diese feuerroten Flecken, die fühlen sich so an, als seien sie ausgesprochen sehr sensibel, empfindlich. When I touch my skin, what I'm doing now, like caressing like crazy. Es ist jetzt meine Haut. Ich bin gerade dabei, sie zu liebkosen wie verrückt. Then suddenly I became aware that these spots are totally numb. Und dann wurde ich mir bewusst, dass diese Flecken absolut taub sind. And in it, very tiny spots are itching. Und in ihnen sind sehr kleine Punkte, die gerade jucken. And there is also this tendency to scratch. It's really like this. Und da ist wirklich diese Tendenz, mich kratzen zu wollen. I found that there is when this reflex has started, it's almost impossible to stop. Und wenn dieser Reflex angefangen hat, ist es fast unmöglich, ihn zu stoppen. And this morning, Caitlin. I mentioned this to Caitlin. She said, "Yeah, that's animal. It's like going for the kill, and there's no halfway stopping." Ich habe das Caitlin gegenüber erwähnt und die hat gesagt, ja, das ist dieser animalische Trieb zu töten. Den kann man nicht auf dem halben Weg stoppen. And it's so clear, like okay, then it motivates to it makes it easier to not go into it. Und das macht es leichter, nicht da reinzugehen. This is my journey at the moment. Das ist meine Reise im Moment. Yeah. And like I said also this morning, when I close in the middle of whatever, when I close my eyes, I'm in bliss, and it's not in the least ecstatic anymore. It's just okay. Sorry. When I close my eyes these days, wenn ich dieser Tage meine Augen schließe, I'm in bliss. Okay, bin ich im Bliss. And it's not ecstatic. And und es ist nicht ekstatisch. Yeah, just bliss. It's just okay. Einfach okay. Yeah. But that's at the inside. Bliss ist Seligkeit. I read something recently about, I think it was honey or bee pollen or something to put on eczema. Bee pollen. Ich las kürzlich etwas über Honig oder Bee pollen, yeah. I think it was bee pollen, yeah. Auf Ekzeme zu tun.
to get bee pollen and to take in. Make it moist in your mouth and then to put it on the eczema. Pollen be worth trying. Pollen im Mund anfeuchten und auf das Ekzem packen, könnte einmal ein Versuch wert sein. Thank you all.